still ruht das Wasser in den Becken der beiden Oldenburger Freibäder. Am Sonntag ist die Freibadsaison zu Ende gegangen. Mit dem Verlauf der Saison ist Bäderbetriebschef Thorsten Brandt zufrieden. Die Kasse des Flötenteichbades passierten 54.581 Gäste gegenüber 58.279 im Vorjahr. Ins Olantes-Freibad kamen 22.079 Menschen gegenüber 23.941 im Jahr 2014. Auch im kommenden Jahr werden die Bäder wieder am letzten Maiwochenende geöffnet und am ersten Sonntag im September geschlossen.